So, und da bin ich wieder. Also, die Katzenohren muss ich nochmal anziehen. So, und Hehl, was ich für dich da geplant habe, muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nichts geplant. Ich habe noch nicht überlegt, aber du wolltest ja auch nichts. Ich glaube, da Aber kommen wir raus. in einem Punkt hast du recht, was den Song angeht. Wäre auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall nicht so ganz nett. Ich bin nicht nett. Ich bin nicht wie du. Ich bin sympathisch, böse, geil, ja? Wie ich Jonah, hilf überall mir so mal. stehen habe. Kaffee habe ich übrigens fertig. Und Drei, Wasser ist zwei, auch eins. aufgefüllt. Und die Affen schauen nur zu. Und wir sind schon wieder dreckig. Die Dame hat echt keinen Sinn für Hygiene. Da ist das Kätzchen. Können die Affen mir nicht mal helfen oder so? So, ich bin gleich wieder beim Chat. Ich muss erstmal mit dem Kitty hier spielen. Ich habe keine Pfeile. Mist, was mache ich jetzt? Ich habe keine Pfeile. Wie stelle ich Pfeile her? Habe ich noch Pfeile? Ich habe drei Pfeile jetzt. Okay. Kann ich nicht looten? Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Oh, Gott, da hast du recht. Also Vegetarier die komplette Fauna auslöschen. Das sieht übel aus. Alles klar, Waniki. Dann dir guten Hunger. Lass es dir schmecken. Ich Weißt habe du auch allein, Hunger. was wir in letzter Zeit durchmachen mussten? Muss auch gleich was Musste ich viel essen. an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du
Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. So, Hel, dann dir viel Spaß beim Feuerlegen. Dann gehe ich mal von aus, dass du deswegen kurz weg bist. Sorry, ich wollte jetzt still sein, so während der Sequenz. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Tapfere Abenteurerin. Die Mauern der Burg locken höhnisch. Ganz ehrlich, so ein Anwesen hätte ich auch gerne. Nur die Frage ist, also, wer wird das alles sauber machen? Bali, ja. Hel singt dann 2 mal 3 macht 4. Boah, ich kann das nicht, ich kann das nicht nachsingen so. Aber ist ja von Pippi Langstrumpe. Und 3 macht 9. Wir machen uns die Hölle, bitte, wie sie uns gefällt. So, was ist das Ziel? Ich kann das aber nicht nachsingen. Bin da ein bisschen zu doof, ist das aber auch. Anscheinend ist dort oben in dem Krähennest etwas. Ist aber auch 1000 Jahre her, wo ich das geschaut habe. Im Krähennest ist was. Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht, das ist vorbei. Ey, aber ich finde das cool, dass man hier auch mal ein bisschen durchs Croft-Anwesen auch mal rumlaufen kann, wie es damals war. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Ich sehe keine Lava. Aber süß die Fantasie. Der Boden gibt nach.
Lara stürzt in die Dunkelheit. Paschi, du hast alles verpasst. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Und willkommen zurück, Hel. Und, Arbeit brennt schon? Ist niedergebrannt? Sorry, musste jetzt niesen. Und zwar zweimal niesen. Boah, ich hasse das. Wenn man einmal niesen muss, ist noch in Ordnung. Aber wenn man zweimal hintereinander, ist das richtig mies. Die weiße Königin. Eingesperrt, aber nicht vergessen. So, eine Kugel. Warte mal, jetzt muss ich den Chat hinterherkommen. Einen Moment. So. Ah, jetzt. Geschicklichkeit. Unsere Heldin muss treffen, damit der Korb sich absenkt. Mit Geschicklichkeit kann ich jetzt anfangen. Ich kenne nur Kampfkraft und Standhaftigkeit. Bestien kreuzen den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig sind? So, die nächste Kugel. Also, so wie ich mitbekommen habe, wir müssen da was hochwerfen. Wenn sie Schwierigkeiten hat, mit dieser Kugel hier zu balancieren, soll sie in die andere Hand eine zweite Kugel nehmen. So. Der Schatz tritt zutage. Alles klar, Hel. Dann dir einen angenehmen Lurk und auch eine gute Nacht. Ja, schön mich weiter ärgern. So, aber dir dann eine angenehme Nacht. Schlaf schön. Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Ich schau mal, ob ich das morgen schaffe. Eigentlich muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Eigentlich wollte ich heute den Stream sogar ursprünglich ausfallen lassen und für Paschi da sein, da er momentan eigentlich ein bisschen Gesellschaft gebrauchen könnte, sagen wir so. Was hat Dad gesagt? Die ersten Nelken sprossen da, wo die Jungfrau Maria weinte? Aber ich war heute so doof und die Burgtore sind gut bewacht. Unsere Heldin kann nicht den Haupteingang nehmen. So, kann ich auch... Ja. Paschi, dafür morgen den ganzen Tag bin ich für dich dann da. Sobald ich meinen Schlafrhythmus wieder hinkriege. Paschi, dann können wir zusammen kuscheln gehen. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Ja, ich bin auch nicht stolz auf mich. Die Königswache erwartet aber nicht, dass Croft die Burg erklettert. Dafür morgen gebe ich Paschi alles aus, was er will. Also zumindest was Essen angeht. Gebe ich ihm einen aus und alles.
Ich weiß, ich bin ein Monster. Der Burg ist höher als erwartet. Pashi ist nie böse von mir gemeint. Ich bin einfach nur manchmal doof. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Pashi. Heldin erspäht noch einen Zugang. Die ist aber mutig. Die Lara war schon als Kind mutig. Mich auf Twitter canceln, ja. Freue mich schon drauf. Ich habe nicht mal Twitter. Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Aber ich habe selber auch, ich sehe es ein. Ich bin manchmal doof und vergesslich. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Was passiert, wenn ich... Okay, sie kann da jetzt nicht mehr springen. Schade. Ich wollte einmal gucken, was passiert, wenn die da runterspringt. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Gibt's hier Loot? Nö. Sie ist ganz kann es fast berühren. Ich glaube, ich ignoriere euch jetzt. Unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, ich ignoriere euch jetzt erstmal, wie ich das. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ich habe zwar auch unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Ich habe zwar auch als Kind Dummheiten gemacht. Okay, ich gebe zu, ich bin... Warum mache ich immer Dummheiten? Ich bin damals als Grundschüler auch Scheiße! Mal auf... Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Ich bin zwar als in der Grundschule damals auch mal auf Schulgebäude geklettert, aber ich war damals so doof, ich kam nicht mehr runter und musste von der Feuerwehr wieder von da runtergeholt werden. So, aber seitdem, ich habe mich niemals mehr getraut gehabt, so irgendwo hochzuklettern, abgesehen wo ich dann angefangen hatte mal mit Parkour und dann einen Unfall hatte. So, ich gehe mal da lang. Mal gucken, was es da gibt. Ich muss ja durch die Tür, aber ich will... Hier ist ja von Laras Daddy hier das Zimmer. Die Liste wird lang. Pashi, ich habe Angst. So, aber auch hier... Das verbotene Grab. Dir dann eine gute Nacht, schlaf schön. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist?
Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. So, erstmal will ich hier das hier angucken. Von Chaucer, was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Jemand andere sperren, diese Kanalpunktaktion. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Du meinst wahrscheinlich jemand anders timeouten, oder? Oder heißt es da sperren bei mir? Muss ich nochmal nachschauen. Das Traurige ist, bei Twitch, man kann Moderatoren und Streamer leider nicht timeouten. Oder sperren. Also vom eigenen Stream. Also, ich glaube, ich könnte rein theoretisch meine Mods timeouten. Aber jemand anders sperren. Da ist wahrscheinlich ein Timeout gemeint. Ich könnte, glaube ich, rein theoretisch meine Mods sperren, aber meine Mods könnten zum Beispiel nicht mich sperren oder timeouten, so in meinem Stream. Bei sich schon, wenn auf dem Kanal oder so, aber bei mir nicht. Man kann nur reguläre Zuschauer, auch VIPs und sowas, hier timeouten. Eine Rolle aus Byzanz. Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Und, stimmt. Mod zum. Genau, Doni, wie du sagst. Mod zum Mod das geht nicht, aber. Kryptisch. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Aber, Streamer kann Mods timeouten. So, und verliert dann, hier Mod-Status. Du hast was Besseres das gefunden. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilde, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Paschi, ich habe jetzt Angst. So. Jetzt muss ich aber erstmal überlegen. Zählen die als die zwei Schilde oder? Nee, das sind die zwei Schilde. Donian möchte den Paschi sperren, also timeouten. Und willkommen, Freddy. Danke, Freddy, dass die Katzenohren wieder ausziehen darf. Ah. Ich kann die mal verschieben. Okay, warte mal. Wo sind die weißen Figuren? Ich glaube, diese Timeout wäre 5 Minuten oder so. Ich glaube, ich steht da. Ah, und Freddy, wie geht's dir übrigens? Und auch willkommen zurück wieder zu Hause. Ich habe mitbekommen, du warst in München, ne? Mal. Ich glaube, ich... So, wie war's? Ach, Donien, du wohnst auch in München? Ja, Freddy, ist eine Frechheit, dass du den Donien nicht besucht hast. So, stimmt, Donien, du, einmal in Augsburg und einmal bei Nief zu Hause.
Und da wohnst du. Ach, du willst da hinziehen? Freddy? Okay. So, So, ich mach die alle mal nach da ganz hinten hin. Ich weiß nicht mal, ob das Sinn macht, das so zu, Ah, ich kann auch direkt so bewegen. Okay. Dir fehlen noch 70 Coins. Freddy, wir müssen dafür sorgen, dass Paschi die 70 Coins nicht erreicht. Also die Enttäuschungen. Ich habe jetzt gerade hier nur OBS auf, da kann ich jetzt keine Dings machen. So, da muss ich mich auf die Dings. Auf die Mods jetzt einmal kurz verlassen, dass die den Paschi den Timeout geben von 5 Minuten, den du eingelöst hast, Donien. Ansonsten kriegst du die nachher wieder. So, 30 Nord. 90 Ost war das, oder? Entlässt die Liebe Licht um Trost. Geschafft! Okay, jetzt geht's hier hoch. Also Freddy, Croft hat das Verbotene mit Zanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Freddy, den Paschi einmal ganz kurz für Donien timeouten. Ansonsten muss ich ihm die 1000 Enttäuschung zurückgeben. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ganz kurz für einen Monat, genau. Ein Yatiri, ein Heiler aus Rip an Paschi. Einmal auch ein Rip an Paschi hier. Ah, das kann ich nicht angucken. Okay, also. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole großer Veränderung. Wie, ich krieg jetzt einmal auf Griff. 1995 bis 2024. Ja, gib mir ruhig die Schuld. Ich sehe schon gleich. Paschi schmeißt gleich einen Stein durchs Fenster. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Die Inschrift kann ich nicht lesen. Aber Paschi. Donien hat das eingelöst, eingefordert. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue von den Cookinseln? Ähm. 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Ich weiß nicht, was der Paschi machen soll dann, oder machen wird. Wenn er zu dir geht, Freddy, Ist griechisch? Nein, persisch. Was
Was bewacht sie wohl? Danke für den einen Bit, Freddy. Lass mich raten, den hattest du noch überall. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Todesmaske von Agamemnon. Gefunden in Mykene. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Ich habe jetzt Angst. So, hier direkt rechts von mir ist eigentlich mein Fenster. Dass der Paschi gleich kommt und dann ein Stein da durchliegt. Okay, das sieht jetzt gruselig aus, ein bisschen. Ach, da muss er hin. Okay. So, sind die 5 Minuten schon um? Ich habe jetzt Angst, was Paschi gleich sagt, aber... Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Königin, sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Lass mir raten, ich muss die Leiter wieder wegmachen, ne? Jetzt kann ich sie befreien. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Das alles nur, um so ein Zimmer zu verstecken? Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Ja, ich glaube, der Paschi ist im Lurk. Der ist gerade beschäftigt, er ist am Kochen. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ja, Donien, der Paschi hat das vorhin privat geschrieben, dass er jetzt am Kochen ist und in Lör geht. Davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Thank you.
dass der Tod noch die Pistole in der Hand hält, so wie er da hängt. Okay, Ton war kurz weg. Und sie hat sich schon wieder umgezogen. Guten Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Nee, ich möchte den Tanktop wieder haben. Der... War das das hier? Nein. Hier, der gefällt mir am besten. Da sieht die auch sauber aus. Oder die Lederjacke. Oder hier. Aus den alten Teilen. Oder... Sportoutfit. Bisschen Bauch... Nee, ich mag den Tanktop am liebsten. Jo, alles klar, Oldcoin. Dann dir viel Spaß im Lurp. Nee, mir gefällt das hier am besten. Oder habt ihr einen bestimmten Klamottenwunsch? Für die Lara. So, wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Und das hier freigeschaltet. Sitz des Adlers. Mal der Eule. So, Herzensbrecher. Nee, machen wir nicht. Biss der Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte. Das wollte ich machen. Dass wir die ganzen Herausforderungen sehen. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, erstmal hier erkunden. Hier finden wir bestimmt noch was. Ich glaube, Freddy ist jetzt mittlerweile selber live, oder? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin auch schon am Überlegen, wen wir nachher mal raiden. Denn ich wollte jetzt auch nicht mehr allzu lange machen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich würde sagen, vielleicht ein halbes Stündchen oder so noch. Pi mal Daumen. Wie, der Freddy schreibt auch in anderen Chats, während er live ist. Wattenschlawiner, wie du sagst, so. Den müssten wir mal Manieren beibringen. Und willkommen zurück, Paschi. Wie war dein Lurk? So, genau, Paschi, du hast ja geschrieben gehabt, so privat, dass du am Kochen bist. Was gibt's denn Leckeres? Ah, Frikadellen gibt's. Okay, dann guten Hunger. Videokamera, was? Ich habe eine Videokamera entdeckt. Hä?
Perfekt. Ach, wir sind hier wieder beim Flugzeug. Ja gut, dann... So, Jonah? Ah, da bist du. Da liegt was. Hier auch. Seit aus Jack Fawcett's Expeditionstag. Ich weiß immer noch nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, aber wenn ich falsch liege, ihn falsch ausspreche, bitte korrigiert mich nicht. Ich bin sensibel. Ach, Frikandeln. Ich habe Frikadellen gelesen. Sorry. Jonah, schaffst du es? Das sah aber knapp aus. So, eine Schatzkarte. Hat das die Sachen hier aufgedeckt? Aber die hatten wir schon vorhin, oder? Lass mir raten, Paschi. Du löst jetzt einen weg mit der Brille. Kann das sein? Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was macht ihr dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Sie macht sich wieder dreckig. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Kein Sinn für Hygiene. Hä? Der. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Das Auto war direkt hinter uns. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Das Auto war direkt hinter uns und hat uns nicht gesehen. Paschi, ich glaube, ich dürfte den Namen nicht aussprechen jetzt. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Suchen wir kleine Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wisst ihr das Ganze? Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. So gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was? Versteck dich. Dave? Sammy? Typ. Sie sollten. Paschi, So ein Drecks. Das ist jetzt richtig mies, warte mal.
So, okay, Timer, 5 Minuten. Ich darf mich jetzt nicht bewegen. Richtig frech. So, Timer ist gestellt. Und es läuft. Die Rede ist aber von Fortbewegen. Ich muss auf der Stelle bleiben, ne? Also das darf ich noch machen, oder? Toll. Bewegung alles. Nee. Nee, dann kriegst du die Punkte zurück. Dann geht das nicht, weil das ist dann irgendwie. Weil das ist, hier, die ist ja von alleine jetzt aufgestanden. Da konnte ich nichts machen. Das zählt auch als Bewegung dann. Als alles bewegen. Und du musst auch so überlegen, ich nehme das auch für YouTube auf. Also, fortbewegen hätte ich noch akzeptiert, aber alles bewegen, dann nicht. Dann kriegst du die Punkte zurück. Weil irgendwas muss ich da ja auch machen. Weil. So, zählt Kamera bewegen? Ja, ich bin disconnected. Da kommt irgendwie nichts voran. Boah, wie lange dauert das jetzt? Wie lange dauert das noch? 3 Minuten 20. Für die, die auf YouTube dann später zuschauen, ihr dürft gerne dem Paschi die Schuld geben, dass hier jetzt nichts passiert. Dass ich jetzt nichts mache. Der verbietet mir das über Kanalpunkte, irgendwas zu machen. Für 5 Minuten. Das war sie wieder selber. Ich war das nicht. Also irgendwo ist jetzt ein Feind in der Nähe. So, wie lange dauert das noch? Ey, das fühlt sich ja richtig lange an. 2 Minuten noch. Paschi, damit hast du das verwirkt, dass ich dir morgen einen ausgebe. Und dass du getimeoutet wurdest, so, Donin hat es vereingelöst, aber ich war schuld, ja? Hieß es so oder so. Meinst du dieser Wand? Ey, wirklich, es tut mir leid auf YouTube und so, dass jetzt 5 Minuten einfach stehen geblieben ist. Eine Minute noch, 1 Minute 15, müssen wir noch durchhalten. Wenigstens gibt's nice Musik, Hintergrundmusik. Jonah denkt sich auch wahrscheinlich irgendwo da hinten so, wo bleibt die Lara? Die Lara? Die schon wieder schmutzig ist, die wirklich keinen Sinn für Körperhygiene hat. Wälzt sich gerne im Schlamm. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen anpassen, so mit den Verboten und so weiter.
Das hier schränkt jetzt wirklich extrem das Spielerlebnis ein. Vor allem, ich kann jetzt wirklich nichts machen. So. Und ist um. Warte mal. Ich darf mich wieder bewegen. Ich glaube hier durch. Warte. Ah, hier. Gibt's hier hinter noch was? Dass der nicht einfach losschießt. Wenigstens haben wir jetzt eine Waffe. Oh nein, das kannst du dir abschminken. Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Nee, Paschi, jetzt ist es zu spät. Ich habe die 5 Minuten durchgezogen. Waren das die letzten? Das war knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung. Gerade die Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. So, ich würde bei der Pistole bleiben. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern den Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme und andere Dinge. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Ist das Meinung unterdrücken, wenn ich Dingens hier... Also ihr dürft ja eure Meinung frei sagen, nur müsst ihr dann damit rechnen, dass ein Van vor eurer Tür ankommt, die euch gerne schöne Orte zeigen wollen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wie stelle ich Dingens her? Nee. Ah, okay. Das war's. Wir haben Feuer gemacht. Gehen wir. Wo die Zwillinge sich finden. Sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, Lara, wir gehen dich erstmal waschen. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ach, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah.
Abby, Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also. Ich habe Viewer. Genau wollt ihr denn hier? Ich habe Viewer Attack noch nicht mal richtig eingestellt, Donien. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Donien, die. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Die 50 Bits, die kriegst du noch wieder. Ich hätte das vielleicht irgendwie Bescheid geben sollen oder so. Oder nochmal rausnehmen. Wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Also Viewer Attack werde ich noch einrichten, richtig, ja, und so. Mexiko. Muss ich noch einstellen. Wieso? Donnie, sorry dafür. Die kriegst du wieder, die 50 Bits. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir vor einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Das mit Steine werfen. Die Steine wollte ich sogar kostenlos machen. Ich habe gesehen gehabt, man kann ein oder zwei Sachen da kostenlos machen. So, die Steine wollte ich sogar kostenlos machen, dass man mich mit Steinen bewerfen kann. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Und willkommen zurück, Pali. Okay, hier haben wir einen Händler. Warte mal. Ich habe 2 Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? 2 Jahre hat er gebraucht, um die Dame da anzusprechen. Und Jonah klärt sie sofort. Okay. Ja, manche Menschen, die brauchen halt ewig. Ich glaube, ich habe deinen Bruder da hinten gesehen. Ist das... Ja, das ist dein Bruder. Paschi, aber nur wenn der Katapult oder das Trebuchet von Prara ist, ja? Und Steine von Gucci. Dann darfst du. Neues Basellager entdeckt. Wo? Hier? Hä? Ach, da! Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. So, welche nehmen wir? Die gefällt mir irgendwie mehr. So, was haben wir hier? Ah, hier bleiben wir bei dem. Was der hat? Das K&H Cup. Keine Ahnung. So, hier haben wir 5 Upgrades.
Jetzt können wir nichts mehr leisten dafür. Okay, schade. Trebuchet Baguchi, genau. So, dann haben wir das hier. Haut der Schlange. Bedecken Sie sich mit Flammen, um sich an bewachsenen Wänden zu verstecken. Feinde brauchen länger, sie im offenen Feld zu entdecken. Na, wenigstens sind wir wieder sauber, also Lara. So, der hat noch was zu erzählen. Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuwak-Yaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im El Licor de Cerdo am besten, aber sein Bier ist pisswarm. Ich werde darauf achten. Oh, und Omar, halt dich bloß von ihm fern. Es sei denn, du willst Ärger. Denkt, er kann in die Stadt kommen und sich nehmen, was er will. Genau. Schön. Ich behalte möglichen Ärger im Auge. Behalt ihn besser in beiden. So, hier haben wir nämlich... Ach, hier sind wir beim Basislager. Hier haben wir eine Mission verfügbar. Hier haben wir einen Händler. Okay, in dem Bereich gibt's. Ah, okay. Kurzumel? Dann haben wir hier Kurzumel-Höhlen. Okay, wir können hier so nochmal später zurück. Okay, das wird wahrscheinlich hier überall noch hingehen. Bis keine Ahnung wohin, hier irgendwie oder auch da nach unten, weiß ich noch nicht. Ist aber auch Ewigkeiten her, wo ich das gezockt hatte hier. Das ist alles, was wir bis jetzt entdeckt, erkundet haben oder so. Hier ist auch noch ein Weg hierhin wahrscheinlich. So, aber ich würde hier beim nächsten Mal weitermachen, wenn das in Ordnung ist für euch. So, für YouTube sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.